Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen zurück bei Assassin's Creed Liberation auf der PlayStation 3. So, wir sind mal wieder in einem Höhlensystem, mussten eben eine ganze Strecke lang tauchen, beziehungsweise musste ich sogar zwar machen, weil ich zwischendurch mangels Luft verreckt bin. Und jetzt müssen wir hier weiter die Höhle erforschen, in der Hoffnung, an deren Ende die zweite Hälfte dieser Prophezeiungsscheibe zu finden. Aha, also einmal im Kreis da rundherum. Na toll. Hui! Oh, oh, oh! Achso, heißt auf gut Deutsch, wenn ich jetzt runterfalle, dann kann ich von da wieder starten, okay? So, als nächstes, wo lang? Okay, hier hoch, durch den Spalt, auf diesen Vorsprung. Okay. Wieso kann man da auch runter? Ach, egal, vielleicht gibt es eine Statue oder was, aber ich glaube, das ist es mir nicht wert. Der Peitsche zu schwingen. Ach, da, okay. Wow. Da hoch, hier hoch und da ist der nächste Speicherpunkt. Gut, sonst ist hier irgendwo ein Schatz, Tagebuchseite, whatever, sieht nicht so aus. Oh, da geht's auch rum, ne? Aha. Das Rätsel mit höchstens 5 Spielzügen lösen. Na, das ist ja wie für mich gemacht. Mal gucken, was ich überhaupt machen muss. Der Strahl muss von den Prismen reflektiert werden, um den Empfänger zu erreichen. Mit L und X wählst du Platten und bewegst sie auf ein angrenzendes leeres Feld. Also muss der Strahl von dem linken Prisma jetzt zu dem da, oh, da drüben. Das sehe ich richtig, ja? No, okay. Den nach rechts. Den nach unten. Moment, wenn ich das richtig sehe, der hier in der Mitte, der muss nach da oben. Das muss frei werden. Hm?
Eins war mehr als 5, aber man hat drauf gefischt. So, und da ist die zweite Hälfte. Dann bin ich ja mal gespannt, was mich jetzt für eine Überraschung erwartet. Ah, hier geht's runter. Aveline, ist es gelungen? Zeig es mir nicht. Ich habe schon zu viel gesehen. Ich will es nie wieder ansehen müssen. Maman, ich kehre zurück nach New Orleans und stelle alles richtig. Dann lasse ich nach dir schicken. Meine liebe, starke Tochter. Nichts wäre mir lieber, als wieder bei dir zu sein. Doch mein Platz ist nun hier. Die Menschen hier brauchen mich. In Nouvelle-Orléans werde ich nur alte Geister sehen. Ich verstehe. Keine Sorge. Dies ist nicht das letzte Mal, dass wir uns sehen. Sei vorsichtig, mein Kind. Ich traue dem Frieden immer noch nicht. Animus Erinnerungsnotizen. Mit dem zweiten Teil der Prophezeiungsscheibe in der Tasche reist Aveline zurück nach New Orleans, um ihre Suche nach Vasquez fortzusetzen, den sie für den Company Man hält. Da soll ich jetzt als Assassine rein? Da bin ich ja mal gespannt. Ah, okay. Du bist leichenblass. Was hat denn der Arzt gesagt? Sorge dich nicht mehr, Cherie. Es ist nur ein... Papa! Meine Liebste, schau nicht so finster. Dank deiner Sorge und den Tränken deiner Stiefmutter schmerzt die Genesung mehr als die Krankheit. An. Du hast dieses Medaillon stets gut behütet. Ich habe immer bedauert, dass... Aveline, verzeih bitte die Störung, doch ich brauche deine Hilfe. Es ist dringend. Natürlich. Ich liebe dich, Papa. Da ist ein Sklave, George. Ich versprach ihm sicheres Geleit nach Norden, doch während der Flucht entdeckten ihn Soldaten. Er versteckt sich, aber bitte, kannst du mir irgendwie helfen? Dein Geschäft läuft gut und mit deinen Kontakten im Bayou... Ja, ich bringe ihn in Sicherheit. Mit äußerster Diskretion. George finden. Und dann finden wir mal George. Erst will ich einmal gucken. Moment. Diese Herzsymbole hier auf der Karte. Ob das für diese Broschen steht, die man bekommt, wenn man die Herren der Schöpfung betört.
Wie komme ich denn da hin? Hallo? Jetzt leck mich. Aha, Tatsache. Okay. Hat sich das auch bestätigt? Gut, dann suchen wir George. Pardonnez-moi, mademoiselle. Hä? Was? 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 Warum? Wieso? Ihr wollt mich ja nicht hören! Na toll, jetzt hat er auch wieder eine Waffe. Scheibenkleister. Jetzt reicht's aber hier doch. Da fallen die mich einfach, also sowas. Seht euch das Frauenzimmer an. Genau, wachen. Guck mal, was für mich. Oh, hier kann ich Geschäfte kaufen. Das machen wir doch gleich mal. Bringen uns zwar keine Kohle, wenn ich mich nicht irre, aber wer weiß, wofür man sie braucht. So. George, auf den Boden mit dir. Komm mit mir. Was? Los, sie kommen näher. Keinen offenen Konflikt. Ob das gelingt, mal gucken. Warte, kann ich hier den Magistraten einmal? Wo ist er denn? Na, danke. Das sind keine Wachen, Mann. Na, was soll's. Eigentlich wollte ich nur den Magistrat bestechen. Nein. Hier so eine Tagebuchseite. Da oben irgendwo.
Wo ist denn George? Da. So. Wer bist du? Was bist du? Keiner sagte mir irgendwas von Racheengeln oder... Los, such dir Schutz im Bayou. Oh, 4000 Mücken. Oh, das geht doch. So. Ach, und sie soll jetzt auch in den Bayou. Na gut, dann reisen wir da mal hin. Trotz des schlechten Gesundheitszustands ihres Vaters führt Aveline ihre Suche nach Vasquez fort. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Spiel an sich noch dauern wird. Wir haben jetzt irgendwie nur zwei solche Scheiben gefunden. Und von den Tempeln her gehörte das alles den... Ja, oh Gott. Wie heißen denn den anderen Teilen? Denen, die vor uns da waren, auf gut Deutsch. Würde ich jetzt behaupten. Aber... Ob es das schon war? Ja, genau. So, ist hier irgendwo wieder ein Magistrat, den man bestechen könnte? Schaut nicht so aus. Verdammt. Eine Tagebuchseite, die holen wir uns noch. Was ist das denn hier? Oh, ein Krokodilseimer. Ein Krokodilei, beziehungsweise Alligatorei. Oh, ein Baby, ach nee, ein Waschbär. Ich dachte schon ein Baby-Alligator. Kann man ja mal verwechseln. Nun hoch da. Was ist denn das hier? Aha.
Assassinenmünze erhalten. Aha. Gut. Den Spaniern helfen, die revolutionären Rebellen zu versorgen. Aha. Den Spaniern helfen? Okay. Na gut, was genau unser Mentor? Nee, ist ja gar nicht unser Mentor. Ha, Mann, braucht dringend eine Brille. Könnte George sein. So, aber auf jeden Fall, was auf jeden... So, nochmal auf Anfang. Was der von uns will, das sehen wir dann im nächsten Part. Diesen Part, ja, schließe ich jetzt erstmal ab, weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt. Falls das doch ein bisschen länger wird, nicht, dass der Part hier Überlänge kriegt. So, ich würde mich wie immer freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss.